So einfach landet ihr eure DJI Mini 4 Pro. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich werde heute einmal das Starten aus der Hand mit der DJI Mini 4 Pro demonstrieren. Einfach mal zeigen, wie ich das mache. Dafür hole ich jetzt die Drohne erstmal raus. Aber um jetzt zu zeigen, wie ich aus der Hand lande, muss ich erstmal zeigen, was das für Vorteile bringt. Hier unten hat die Drohne zwei kleine Füße, könnte man fast sagen. Auf der Vorderseite und auf der Rückseite sind die Füße zwar auch vorhanden, die sind aber auch am Akku direkt dran. Das heißt, ihr landet mit der Mini 4 Pro auf dem Akku, was ich schon mal nicht so optimal finde. Also es gibt natürlich solche Kufen, die man sich wahrscheinlich auch für wenig Geld dazu kaufen kann. Die kommen dann hier unten dran, stehen dann so 2 cm nach unten. Die habe ich jetzt bisher noch nicht ausprobiert. Und das nächste, was natürlich nicht so optimal ist, ich habe schon nach meinen wenigen Flugstunden die ersten Kratzer hier unten auf der Unterseite vom Gimbal, weil man natürlich irgendwie mal auf staubigem Untergrund landet, mal auf steinigem Untergrund. Um das Ganze zu verhindern, würde ich immer empfehlen, in der Hand zu landen und zu starten. Das Ganze muss man aber vorsichtig üben. Natürlich übernehme ich da keine Haftung. DJI schreibt auch explizit, dass man nicht aus der Hand landen und starten soll. Ich bin aber trotzdem dafür und im Endeffekt muss jeder von euch selber entscheiden, wie er landet und startet. Ich zeige euch, wie ich das Ganze mache. Beim Starten der Drohne ist es wichtig, dass ihr sie einfach hier unten sicher haltet und je nach Modell eurer Drohne auch guckt, dass ihr mit den Fingern niemals oben in die Rotorblätter kommt. Das heißt, ihr haltet das unten ein bisschen mit den Fingerspitzen vorsichtig und bitte nicht einfach aus der Handfläche starten oder auf der Handfläche landen, weil das Ganze ist natürlich ein bisschen wackelig. Ich finde es deutlich sicherer, sie einfach unten zu greifen und festzuhalten. Als nächsten Schritt dann die Drohne so weit weg und so hoch wie möglich vom Gesicht halten, den Startknopf mit der linken Hand auf dem Controller drücken, den Startknopf gedrückt halten, die Rotoren werden sich gleich anfangen zu drehen, sobald ich den Finger loslasse, und dann den linken Stick einfach leicht nach oben drücken, sodass die Drohne dann aufsteigt. Wichtig ist noch zu sagen, dass ihr die Drohne beim Starten erst loslassen dürft, wenn die Motoren schnell genug drehen. Das Problem ist, es gibt zahlreiche Videos, wo Leute zu früh loslassen und die Drohne dann halt nach unten Abgang macht, weil sie noch nicht genug Power hat, um abzuheben. Das heißt, ihr müsst halt so ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür bekommen, wann die Drohne wirklich losfliegen will und dann in dem Moment auch erst loslassen. Und natürlich auch so loslassen, dass sie gerade nach oben fliegen kann. Nicht irgendwie in einem Winkel oder in einem Winkel zur Seite, möglichst gerade und möglichst nach oben. Bei der Landung mache ich es im Prinzip sehr ähnlich. Ich hole sie erstmal runter, meistens im langsamsten Modus, damit die relativ langsam sich bewegt. Platziere dann meine Hand schon mal unter der Drohne, wie beim Start auch, und halte den Controller einfach gedrückt nach unten und fange sie wieder ein. Entscheidet selbst, ob ihr aus der Hand startet oder ob ihr für den Anfang vielleicht vom Boden startet. Es gibt ja auch tolle Möglichkeiten, sich so eine Matte zu kaufen oder einfach auf einem normalen, sauberen Asphaltboden zu starten. Das soll es gewesen sein zu dem Video aus der Hand starten und landen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer ein Like da. Schaut gerne auf meinem Kanal vorbei oder schaut euch das verlinkte Video auf der Seite an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.